Moin moin und willkommen zurück zu Captain of Industry. Ich bin hier gerade bei unserer Spritförderanlage, Produktion, unserer Raffinerie, was auch immer, nennt es wie ihr möchtet. Und habe gerade mal noch einen kleinen Mini-Fehler gesehen, wie wir das Problem mit dem Leichtdestillat lösen können. Und zwar war quasi die Lösung die ganze Zeit schon vorhanden. Wir haben ja hier noch einen Heizkessel. Hier können wir doch noch auch ein bisschen Leichtdestillat verbraten. Nicht sinnlos, sondern einfach nur, um weiter Dampf zu produzieren. Für unsere ganze Geschichte hier. Denn das wäre ja nur wirklich Quatsch, wenn wir das nicht beherzigen würden. Ist so. Habe ich gerade erst gesehen. Mein Fehler. Aber alles wird gut. Wir sparen mal hier wieder ein bisschen Kohle. Ist doch auch gut. Können wir so die ganze Kohle sparen? Würden wir es heraus. Wenn ich jetzt noch sage, Schwerdestillat verbraten, nö. Alles nur durchhämmern durch den Kessel. Sehe ich da eigentlich sehr gute Chancen. Wie viel Schwerdestillat haben wir hier zu erwarten? 6, ein Durchgang 6. 8 wird produziert, haben wir 1 über für die beiden Anlagen quasi. Hier haben wir auch noch Anlagen, müssen wir mal ein wenig beobachten. Brenngas wird ja hier auch noch durchgeschossen. Muss man bedenken, hier wird auch nochmal Brenngas produziert nebenbei. Wenn wir das Leichtdestillat aufspalten, das könnte man hier auch nochmal rausdrücken. Rohbenzin, Brenngas, dann machen wir nochmal aus Rohbenzin, Brenngas, ne? Das ist echt krass, das können wir so krass weit verflüssigen. Und glaube, Brenngas ist dann mitunter... Ne, na, Brenngas können wir auch nochmal aufspalten. Gottes Willen. Ah, das geht nicht, ich muss hier mal hier rein. Genau, hatten wir in der letzten Folge, das Brenngas können wir auch nochmal, das letzte Mal... aufspalten in Wasserstoff und Kohlendioxid und dann ist auch wirklich vorbei. Dann gibt es kein Brenngas mehr. Mega krass, muss ich sagen. Das ist richtig gut. Schauen wir uns mal an. Rohbenzin. Das brauchen wir für die Kunststoffproduktion. Sehr gut. Dann wären wir das ja doch noch. Dann wären wir das doch noch los. Hier hatte ich noch einen Wunsch geäußert, eine Leitung zu legen. Das werden wir tun. Und auch da können wir das Brenngas sehr gut gebrauchen. Das machen wir jetzt mal fix, ne? Das führen wir dann über unser Wasserspeicher, Wasserwerk, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall wild. Dann führen wir das vorbei. Einmal durch. Dann kommt die nächste Brücke. Vielleicht lieber mal bis hier nur. Nehmen den Knick nicht mit. Ziehen einfach gerade. Drunter durch. Und wieder hoch. Meine Güte. Dass ich auch alles beschreiben muss, ne? Kann auch nicht meinen Sabler halten. Und da sind wir dann auch schon. Führen wir hinterlang. Was eine Strecke, ne? Wild. So, 90 Teile lohnen sich. Gleich mal rausgehauen hier. Rein in dieses Lager. Dann haben wir wieder ein bisschen Luft. Wir haben wieder ein bisschen Platz. Schauen wir uns das mal an. Zwecks Plastik. Oh, die Klinik ist da. Nice. Die wird sicherlich an eine Stadt gebaut, das dachte ich mir schon. Muss mit medizinischen Gütern versorgt werden. Also wir kriegen trotzdem keinen Buff, wenn es nur anwesend ist quasi. Mensch.
Ich könnte das Brotlager einfach erweitern. Ha, erwischt. Da war noch ein kleiner Laster. Hier auch noch. Klick. Warte mal, ich pausiere einfach. Ne, warum mache ich es mir immer so künstlich schwer? So. Jetzt gehen hier auch die Erweiterungsbefehle raus. Was ist denn los hier mit Fahrzeugteile 2? Ha, ah ne, er war schon. Doch, jetzt kommt doch langsam wieder. Stahlglas. Und die kleinen Teile. Kriege ich die Fahrzeugteileproduktion hier nicht irgendwo noch mit reingequetscht? Hier vielleicht. Na klar, kriegen wir das hin. Mensch. Sind doch Profi, oder nicht? Das machen wir. Wir sind doch Profi. Nicht schön, aber funktioniert. Führen wir das Eisen auch mal bis hierher. Wir haben ja noch Platz. Das ist ja quasi alles Fabrikgelände. Alles Fabrikgelände. Müssen wir ja alles benutzen. Von hier ist es ganz simpel. Hier kriegen wir... Was sind das? Mechteile? Ich glaube, das waren mechanische Teile, ja. Mechteile einmal in diese Richtung, denn wenn wir E-Teile hier aufsplitten, und haben schon mal alles für die Einser, die wir dann ganz simpel produzieren können. Glas ist so eine Sache. Müssen wir beobachten. Was jetzt aber erstmal passieren wird, ist, dass wir hier die Beine abreißen werden. Fällt aus. Das machen wir hier alles ganz schnuckelig. Wir müssen das jetzt nur noch einmal auf eine Höhe bekommen, aber dann nehmen wir einfach einen Teiler hier. Und dann passt das ebenfalls. Ein flaches Zwoerband. Bringen das auf Höhe. Ziehen ein Stück durch. Und dann haben wir es. So. Und ich denke mal, mehr als 2 werden wir hier eh nicht bauen. Fabriken. 2, die die Einser produzieren. 2, die die... Oder einer, müssen wir mal gucken. Gucken wir mal, was die Kapazität so hergibt. Aber ich sehe da im Grunde kein Problem. Fangen natürlich mit dem obersten an. Der gibt natürlich die Weite vor, bis wir das Werk bauen können. Ihr kennt ja schon die Herangehensweise, ne? Das ist ja alles schon bekannt. Das ist bekannt, das ist alles kein Hexenwerk. Jetzt hatte ich gehofft. Aber nein, ich habe die falsche Reihenfolge gewählt. So. Ich muss so anfangen. Sonst habe ich für alles andere keinen Platz. Da ja dieser unnatürliche Knick drin ist, müssen wir das ein bisschen anders machen. So.
Eisen bekommen wir hierher, Mechteile bekommen wir her, Elektronik bekommen wir her. Anschalten. Vielleicht kriege ich das mit Stahl und Eisen doch noch hin. Anlieferung aus. Die Sache ist ja, ich muss das ja nicht direkt hier bauen. Ich kann ja sagen, dass die Fahrzeugteile woanders hingeschmissen werden. Dann kommen die halt hierher. Sorry, hab ein bisschen Schluck auf. Einfach durch ein anderes fließt. Dann müssen wir mal schauen, wie wir das machen können. Aber das sollte eigentlich so kein Problem sein. Hier nur das eine Fließband mehr oder weniger. Ne? Das macht den Kohl sowieso nicht fett. Darauf kann es einen lassen. Daher völlig Bums. So, das hätten wir. Soweit, so gut. Glas stabilisiert sich. Jetzt müssen wir mal gucken. Kann ich jetzt einfach so ganz frech hier so ein Fließband durchführen lassen? Vielleicht noch eins dichter. Wir können hier gleich oben anfangen. Step zurück. Simpel wie genial. Frage ich jetzt mal. Ich war doch richtig gewesen, ne, mit dem ersten Bau. Verdammt. Habe ich mich mal wieder verguckt. Klassiker. Oh, für den Fall, dass wir hier nochmal erweitern sollten, was ich eigentlich eher nicht so sehe. Lassen wir da noch ein bisschen Luft. Fahrzeugteile haben wir, Glas haben wir, Stahl haben wir. Das ist alles da, was wir brauchen. Mehr als genug. Zumindest habe ich so den Eindruck, dass es genug sein sollte. Gucken wir mal. Jetzt brauchen wir mal einen Teiler. Kommen die dann da noch ans Glaslager ran? Ja. Gut, das wird jetzt ja nicht so riesig und dominant. Ich denke mal, wenn eins vernünftig versorgt werden kann. Ein so ein elektrisches Werk, dann sollte das richtig, also recht flott gehen. So. Und dann macht mal. Dann schauen wir mal. Die Teile müssten schon unterwegs sein. Jo, da sind sie. Da kommt der erste Schwung. Und dann beobachten wir das Ganze mal ein wenig. Wichtig ist, dass stetig Fahrzeugteile produziert werden. Endlich mal. Und ich habe gerade gesehen, ich kann doch zwei Fabriken bauen. Die Kapazität reicht völlig. Denn es wird 1:1 umgesetzt. Ich kann mir das erlauben. Da bin ich mir sicher. Ich brauche nur zwei Werke, weil das müsste ich ja hinten auch wieder erweitern, aber das will ich ja vermeiden. Ich will ja, dass ich jetzt damit ja auch irgendwann mal einen Punkt machen kann. Oh, mach gerne voll. Was sagen die roten Teile? Wir haben wieder Kapazität.
Also ausbauen. Ausbauen, ausbauen, ausbauen. Hier natürlich auch, Gottes Willen. So, sonst funktioniert die ganze Zauberei hier nicht. Ach, schön, wie die so runterfahren. Schön lang donnern. Strom kriegen wir hier auch hier noch. Oh, ich habe hier noch irgendwo einen Einsatz, diese Generator zu stehen. Ganz klein. Weiß ich gar nicht wo. Müsste ich lügen. Vielleicht noch. Ah, guck an. Da ist er. Zack. Den können wir nicht abreißen. Den brauchen wir nicht mehr. Wie sieht's mit Sprit aus? Wir müssten ja langsam mal wieder ein bisschen was zunehmen, wa? Aber ich sehe nur, wie unser Kraftstoff abnimmt. Sehr unangenehm. Müssen wir doch hier noch Brenngas cracken oder was? Oder so in der Art. Müssen wir da noch mal ran? Oder Rohbenzin mit Wasserstoff. Hier läuft eine Wasserleitung lang, das können wir speisen. Brenngas haben wir hier, Sauerstoff können wir besorgen. Nur als Puffer. Nicht mehr und nicht weniger. Kann ich Sauerstoff nicht auch noch anders bekommen? Ja, durch eine Elektrolyse, die verbrät natürlich Strom ohne Ende. Das kommen wir hiermit besser bei weg. Basteln wir gleich hier ran. Ist er nicht wirklich platzgebunden? Der Luftzersetzer sollte logisch sein. Luft gibt es ja überall hier. Gehe auch davon aus, dass ich nicht nur eine bauen werde. Ja, das gefällt mir. So ist cool. Oben drüber und ran. Das ist gut. So gefällt mir das. Jetzt nehmen wir die nächstgelegene Wasserleitung. Wie ist das hier aufgeteilt? Okay, passt. Und schrauben das hier gleich einfach ran. Kabum. Easy. Benzin schieben wir rüber. Ach, Benzin sagt schon. Diese Leitung klemmen wir einfach hier drüben mit ran. Das sollte ja gar kein Hit sein. Vielleicht mache ich auch noch eine zweite Leitung auf. Hier alles durch eine zu quetschen ist natürlich schon eine kleine Herausforderung. Ich weiß auch nicht, wer sich diesen Knick hier ausgedacht hat. Welcher Keck. Das machen wir dann natürlich gleich vernünftig. Sofort vernünftig. Irgendwann sind die Leitungen natürlich auch am Ende. Ich könnte jetzt auch schon mit der Dreierleitung anfangen, aber die Kapazität hebe ich immer noch auf.
So machen wir das. Na denn, immer eins nach dem anderen, nicht überstürzen. Hier sieht's gut aus. Eigentlich totaler Schwachsinn. Das linke Werk wird immer genug Ressourcen haben. Es wird ja auch nicht zwischengeladen, deswegen macht das gar keinen Sinn. Aber es kann sich keiner beschweren, Glas ist da. Mehr als genug. Demzufolge bekommen wir auch genug Fahrzeugteile. Wenn jetzt natürlich nicht irgendwo was zusammenbricht, wie zum Beispiel nicht genug Metallteile hier, was ich mir nicht vorstellen kann, oder nicht genug E-Teile hier, was gefühlt so aussieht, aber was auch kein Wunder ist. Wir haben ja noch elektrische Montagewerke der Stufe 1. Die müssen natürlich auch mal so langsam, ne, ausgebaut werden, vielleicht. Können wir unseren Durchsatz auch nochmal deutlich erhöhen, um hier das Produktionsloch zu stopfen. Hauen wir mal das Lager schnell an. Gehen wir davon aus, dass die Updates dann zeitnah durch sein sollten. Okay, wir machen es selber. Dann werden sie es definitiv. Und dann bedanke ich mich bei euch schon mal fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Captain of Industry. Liken, abonnieren nicht vergessen. Und reingehauen. Tschüss, tschüss.